Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir haben eben gehört, warum der Antrag sinnlos ist. Ich möchte allerdings für die Unwissenden noch kurz erläutern, warum Linke und Grüne gerade 4 Mitglieder des Landtags entsenden möchten. Und warum nicht 3 oder 5? Das, was im Antrag als ausgewogenes Verhältnis bezeichnet wird, ist nichts weiter als die Sicherung eines eigenen Sitzes. Derartige Sitze werden nämlich nach dem Stimmenverhältnis verteilt. Das heißt, bei 4 Sätzen ist das einer für die SPD, einer für die CDU und jeweils einer für die Antragsteller. Ein 5. Sitz ist im Antrag nicht vorgesehen, denn dieser müsste dann an die NPD gehen. Das, was die Damen und Herren Oberdemokraten an Lippenbekenntnissen vor sich hertragen, von wegen Teilhabe, Bürgerwille, Einmischung, Meinungsvielfalt und so weiter, ist nichts wert. Das ist alles nichts wert, wenn es um die nationale Opposition geht, wenn es um den Willen von Deutschen geht, die auch weiter Deutsche sein wollen. Vielen Dank. Herr Peter Reit, ich kann Ihnen das nochmal ausdrücklich bestätigen. Ja, wir möchten die NPD dort nicht dabei haben.